Ah, willkommen, willkommen in Port Störebrand. Wie lange wollt ihr bleiben? Ich vermute, ihr wollt handeln. In der Tat, nur nicht ein oder zwei Tage maximal. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich doch sagen, für ein Schiff dieser Größe 10 Dukaten pro Tag. Das Schiff das klingt Magnus. angemessen. Sehr Seid ihr gut. sicher, dass ihr der Hafenmeister seid? Nicht, dass ich diese Summe zweimal zahlen muss. Nun, ich kann eure Bedenken verstehen. So sind die umliegenden Dörfer, vor allem auch die umliegenden Inseln, von Piraten geplagt. Ich kann euch allerdings versichern, dass ich befugt wurde von dem Gouverneur. Einen Moment. Und damit zieht er einmal einen großen Brief hervor aus seinem Etui und klappt ihn dann einmal auf. Er ist gesiegelt, er ist irgendwie eingewachsen und du kannst darauf dann Stempel, Unterschrift von einem Radulf Hademann erkennen. Das scheint mir in Ordnung zu sein, die Papiere. Nun gut. Nun, ich kann euch empfehlen das Hotel Vico Störrebrand. Vico ist der Gründer der ehemaligen Kolonie und ein großer Mann, ein großer Mann. Er ist übrigens der Vater von Stover. Den solltet ihr sicherlich kennen. Nein, sagt mir nichts. Nicht, na gut. Ich Er kenne wirkt ein bisschen Melvin. enttäuscht. Ja, der Name sagt mir auch nichts, verzeiht. Ihr kennt Ja. Melvin Störrebrand nicht? Nein, ich habe die Insel noch nicht verlassen. Wartet, ich habe eine Sammelkarte von ihm. Hier, das ist die Kombikarte mit Isarun zusammen. So, so. Ja, Ist die für mich? erster. Ja, könnt ihr haben. Ja. Alles gut. Nun, Erster dann und kann zweiter Hofmager. ich kann euch darüber aufklären, dass der große Vico eine Stadt im Nichts erschaffen hat. Hier war vorher nichts. Er hat alles herbeibringen lassen. Und hier dürfen seine Kinder und seine Erben leben und das Ganze verwalten. Wir exportieren klassische Gewürze in Richtung, vor allem Festo. Wir haben Was eine macht ganze man? Nährsande Kompanie hier. 150 Piratenjäger der Seewölfe, müsst ihr wissen. Was macht man in Weiden noch manchmal? Wenn man irgendwelche Kinder hat, die man keine Erbe mehr hat, dann gibt man ihnen genug Geld und Männer und schickt sie in die Garschocker Steppe, um eine Siedlung zu gründen. Nun, wie Meistens scheint. geht der Plan natürlich nicht auf. Wenn ihr Nun, wie mögt, scheint. wir haben auch Tempel hier. Sowohl Effert mit einem Swafnir-Schrein, wir haben Rondra, Travir und Fex, falls ihr mögt. Wie gesagt, die stehen euch offen. Wenn ihr noch etwas sucht, dann entweder kommt zum Meer zurück oder fragt einen der zahlreichen Büttel oder Anwohner der Stadt. Sagt, wer ist noch gleich der momentane Gouverneur dieses Ports? Radulf Hademann. Ach, ja, danke. Beziehungsweise in Vertretung sein Sohn Miljan. Radulf ist nicht momentan nicht anwesend, oder wie darf ich das verstehen? Warum fragt ihr? Nur aus Interesse. Ich war vor einiger Zeit schon mal hier, deswegen. So, so. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher. So allzu oft komme ich nicht in das Gouverneursbüro. Höchstwahrscheinlich entweder er selbst oder Milja. Oder sogar Mascha. Sie ist ja mittlerweile auch alt genug. So, irgendjemand wird da sein. Das ist doch gut zu hören. Lasst uns lieber in eine der Tavernen gehen, nicht wahr? Ja, warum fangen wir doch nicht an? Nun, habt jedenfalls Dank für eure Auskünfte. Sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, ein Hotel solltet ihr nicht auf eurem Schiff nächtigen wollen. Vico-Störerbrand. Bis später. Bis später und gute Geschäfte. Wolltet ihr nicht nach dem Wrack fragen, Diamantis? Oder dachtet ihr, es wäre die falsche Adresse? Ach, doch, doch, das wollte ich. Das mit dem Gouverneur hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen. Kanntet ihr den alten Gouverneur oder was ist verkehrt? Nicht persönlich, aber muss wohl gestehen, dass die Schlacht seine Frau auf dem Gewissen hat. Wird das wohl immer noch uns allen Fahnen anlasten. Nun, dann solltet ihr euch in der Taverne lieber nicht damit brüsten, dabei gewesen zu sein. Ich hoffe einfach nur, dass mich jemand hier wiedererkennt. Ihr habt ja nicht auf einem Schiff gedient. Wir haben einige Wochen hier angelegt in der Stadt. Gebe euch einen Hinweis. Vielleicht solltet ihr, während wir hier sind, keine Zigarren rauchen. Das ist sehr auffällig. Ich bin mir sicher, die erinnern sich gar nicht mehr an ihn. Und
hoffen tun wir es mal, sonst. Vielleicht solltet ihr gar nicht reden, euer Akzent verrät euch eure Herkunft. Ja, wenn ihr hier umhergeht, könnt ihr neben den zahlreichen riesigen Speicherhäusern noch erkennen, wie die Waren direkt angeboten werden, zwar nur in kleiner Zahl, aber sie machen Lust auf mehr. Edelhölzer, Zuckerrohr, die Iltak-Knollen, die so ein bisschen süßlich sind, und Gewürze in Hülle und Fülle. Und ja, während ihr euch so ein bisschen umseht, darauf achtet, dass ihr Diamantes dann eben nicht verratet, könnt ihr neben dem Hotel Vico Störrebrand auch eine Kneipe finden, vor der zahlreiche Leute stehen, die aussehen wie Söldner, in ihre typische Tracht gekleidet, mit einem großen Wolf darauf. Und Zigarre schmauchend stehen sie vor dem Schrumpfkopf. Ich kaufe einen Balken Holz zum Schnitzen für Rafim. Oh, damit die Pferde dann demnächst aus TikTok-Holz sind. Genau, die Pferde. Und nicht die Quanionen. Gut. Ja, so könnt ihr euch ein bisschen umblicken. Nun ja, ich würde wahrscheinlich direkt in das Hotel schreiten und nun ja, für uns halt Zimmer bzw. Schlafplätze reservieren. Ja, kein Problem. Ich denke mir, aber mir war es schon was Gutes und gehen wir direkt in die Kneipe. Ja, ja, Q6, P7, S10, also mit Q6, da bist du doch relativ gut bedient. Das ist zwar jetzt nicht das, was du in Gareth schon kennengelernt hast, aber das ist für dieses südliche Gefilde ist das schon wirklich gut. Die Betten werden dir gezeigt, die sind dann eben auch mit frischem Stroh ausgekleidet. Und so hast du hier sogar in deinem Gebäude noch einen kleinen Fex-Schrein, wo du opfern könntest. Es gibt ein riesiges Porträt von Vico, dem Gründer, und zahlreiche Schnitzereien, der Mini-Vatu, die dann in den Zimmern hängen, wenn du dann deine Sachen dort abstellst. Ja, Kisten voll mit Ramsch, die von den Abenteuern von Vico könnten. Dann würde ich mal runter zur Theke gehen, der Empfang. Zum Empfang, ja. Guter Mann, wo finde ich hier das Kontor von Störrebrand? Ich vermute, es ist offensichtlich, aber ich sehe es leider nicht. Nun, dann geht doch einfach zu den Speicherhäusern. Dort, die Straße runter, am Wasser gelegen, damit man dort besser beladen kann. Ah, eine gute Idee. Ah, vielen Dank. Seht ihr die Kräne im zweiten Stock? Damit wird verladen. Interessant. Immer noch die alte Art. Nun gut. Wenn ihr mich fragt, nehmt etwas Vanille mit. Man hat mir gesagt, dass auf dem Festland Vanille etwas an Preis gewonnen hat. Interessant. Wie steht momentan der Zimtpreis? Zimt, lasst mich einmal kurz nachsehen. Meine Preise sind von vorgestern, aber die aktuellen werdet ihr sicherlich im Speicherhaus einsehen können. 35 Dukaten pro Stein. Das ist ein guter Kurs. Nun, wir werden sehen. Ja, vielen Dank. Ja, gut, gut. Auf bald. Bis demnächst. Wann ist hier Mittagsspeise? Wann immer ihr mögt. Die Küche ist immer warm. Fantastisch. Ich bin wirklich wieder in einer Zivilisation gelandet. Ja. Ach, die letzten Tage. Ihr könnt es gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube es euch. Ich glaube es euch. Ich bin froh, dass ich diese Insel noch nicht verlassen habe. Aber ich hörte von den zahlreichen Gästen, dass dort draußen wilde Barbarei ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber ich will meine Gefährten nicht warten lassen. Ja, wenn du nach draußen trittst, stehst du wieder auf dem Gründerplatz und du hast eben dieses riesige Bild gesehen. Jetzt siehst du diese riesige Statue von Vico. Es ist einfach, also diese Stadt hat Vico zu einem Heiligen erklärt. Und ja, du musst hier irgendwie weg. Einfach Zeit, dass du zurück in die Kneipe gehst, da wo die anderen verschwunden sind, in der Hoffnung, dass es dort gutes Bier gibt. Ja, das würde ich erst mal machen. Mich an den Söldnern vorbeischieben und in diese Kneipe gehen und mich da umschauen. Genau. Ja, sicherlich werdet ihr dort schon Platz genommen haben, vermute ich. Ja, sicher. Ja. Zahlreiche von den Söldnern sind hier. Das Haus der Seewölfe wird es auch genannt. Also es ist eigentlich die Taverne zum Schrumpfkopf. Aber alle anderen bezeichnen es eigentlich als das Haus der Seewölfe, die dann hier sitzen. Es gibt wenig zu tun. Habt ihr so auch dann durch die Gespräche mitbekommen. Einmal im Monat oder so ein wagemutiger Pirat, der sich dann an die Festung herantraut, der wird dann zerschossen. Und dann hat man erstmal wieder für einen Monat Ruhe. Also man hat alles unter Kontrolle. Sag Boltax. Ja. Dass du jetzt noch das Gedicht hören, was ich für meine Geliebte geschrieben habe. Aber ja, nur zu. Aber mir ist ja gerade noch nicht da. Oh, da ihr seid auch ein Dichter. Darf ich mich dazusetzen?
Nun, wenn ihr euch mit Poesie auskennt und mir vielleicht... Selbstverständlich. Darf ich mich vorstellen? Miljan. Es ist mir eine Freude. Nun, freut mich immer, wenn ich Reisende treffe. Und wer ist denn diese hübsche Dame? Galant. Dylamin Al-Shabra. Ein noch schönerer Name. Nun, ich habe ein Gedicht verfasst. Es kam mir gerade so in den Sinn, als ich euch erblickte, werte Zulamin. Darf ich es euch vielleicht vortragen, bevor mein werter Freund hier zu eurer Rechten eben seins vortritt? Es sei euch gestattet. Komm, Liebchen, komm. Komm, Liebchen, komm, umwinde mir die Mütze. Aus deiner Hand nur ist Tulbit schön, hat Abbas doch auf Irans höchstem Sitz sein Haupt in nicht zierlich umwinden sehen. Ein Tulbind war das Band, das Alexandern in Schleifen schön vom Haupte fiel und allen Folgeherrschern jenen andern als Königszierde wohlgefiel. Ein Tulbind ist, der unseren Kaisern schmückt, sie nennt's Kron, Nam, geht wohl hin, Juwel und Perle, sei das Aug entzücket, der schönste Schmuck ist stets der Zulamin. Komm, Liebchen, komm. Oh, so also ist die Lyrik eurer Heimat. Ich muss sagen, sie unterscheidet sich sehr. Es fiel mir gerade so ein, als ich euch erblickte, und ich musste es einfach mit euch teilen. Verzeiht, dass ich so forsch bin. Oh, macht euch keine Gedanken. Diamantes, ich habe in meinem Noviziat urtulamidische Lyrik gelernt. Aber lasst doch mal hören, was ihr zustande gebracht habt. Nun, dazu sei gesagt, dass Keras mir sehr dabei geholfen hat und der Schluss kommt beispielsweise von ihm. Ich verstehe das nicht genau, was das heißen soll, aber er sagte, das muss ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Das ist über, wie wir uns kennengelernt haben. Mein Schiff lag im Hafen vor Anker. Ich sah dich am ersten Tag. Da kam's, dass in deinem Herzen ich auch vor Anker lag. Er lag auf dem Grund deines Herzens, gar fest und unbewegt. Ich wollt ihn nimmer lichten, dich lieben unentwegt. Da wurd gekappt der Anker, nun treib ich auf offener See. Und an der Ankerkette band ich als Boje mein Weh. Das klingt sehr gut. Wir können erkennen, wie Miljan anfängt zu weinen. Das ist so herzzerreißend. Ja, nicht wahr? Vielleicht solltet ihr noch was mit, ich mag Pilze und zwar sehr, die können immer in mich her hinzuschreiben. Oder ich mag Käse, der ist toll, da hau ich mir den Bauch ganz voll. Am Anfang, als ich das angefangen habe, habe ich mir noch Wörter ausgedacht. Rotze, Lotze, einfach was, was gut klingt, aber dann hat mir Kiaras auf die Finger gehauen. Ja, man merkt seinen Einfluss in dem Gedicht. Aber ich finde, es passt auch sehr gut zu euch, diese ganze Schiffsthematik. Ich meine, es ist nicht wirklich, wie ihr euch kennengelernt habt, aber wenn man es als Metapher liest... Sag, werte Zulamin, habt ihr schon einen Baden, der euch umwirbt? Ich hatte einmal einen Minneritter, einen Rondrianer. Das war durchaus unterhaltsam. Ich würde all diesen Besitz, all diese Inseln für euch aufgeben, dass ich an eurer Seite segeln darf. Ja, ihr könnt mit an Bord kommen, wenn ihr gut schwimmen könnt. Wir sind interessiert, mehr zu hören. Ich bin verliebt, möchte ich meinen. Naja, also wenn ihr arbeiten und nicht bezahlt werden wollt, solche sind uns immer sehr sympathisch. Ich möchte einfach an der Seite von Zulamin weilen. Das möchten viele. Ich möchte der Einzige sein. Meine Liebe ist ewiglich. Ich habe ein Gedicht verfasst. Ein weiteres, wenn ihr mögt. Wollt ihr hören? Nicht jetzt. Wir haben viel Zeit miteinander. Ich werde euch viele Gedichte vortragen können. Sagt, gibt es hier Pferdocker Doppelbock? Selbstverständlich. Oh, fantastisch. Ich hole eine Runde für uns. Abelmir wird sich sicherlich freuen. Ja, Abelmir kommt gerade herein. Da steht ja wieder. Dann sei da, Gabelmir. Komm her. Was ist denn jetzt schon wieder? Buchen Sie noch Zimmer für uns, Gabelmir? Natürlich, nur die besten Zimmer. Auf euch ist Verlass. Eine sehr komfortable Unterkunft für diese Gefilde. Ja,
unbedingt. Ja, da hat mein Großvater einiges getan. Einiges, einiges. Es ist viel Geld wert. Sagt dieser Vigo, ihr leidet nichts wohl unter einem gewissen Komplex? Ich sehe überall seine Bilder und Statuen hier. Ich bin empört. Wilmia, sei doch nicht so gemein zu dem Jungen. Ach, der Kapitän beliebt doch nur zu scherzen, nicht wahr, Herr Kapitän? Natürlich. Ihr seid der Kapitän. Das hier. Nun zu, Lamin, dann leite ich euch ein. Meine Plantagen sind groß genug, meine Zimmer sind groß genug, auf dass ihr hier bei mir bleibt und nicht mit diesem Kapitän weilt. Was? Lasst eure Reise hier zu Ende sein. Er hetzt gegen Vito. Gegen Vico. Wer seid ihr überhaupt? Habt ihr euch vorgestellt? Mein Name Miljan Vico Störrebrand. Ah, ihr gehört also zu dieser Familie. Selbstverständlich. Nun, das hättest du vielleicht sagen müssen. In meinem Land ist es üblich, dass man sich vorstellt, aber nun ja, hier. Nun, ich stellte mich bereits vor, ihr wart abwesend. Bitte, ihr habt euch auch nicht vorgestellt. Wenn ich das übernehmen darf, das ist Abelmirja Morenes, das da ist die Alan, das ist Rafim. Ich bin Boltax, das ist die wunderschöne Zulamin, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Und unser Poet hier, das ist Diamantis. Nun, ich mag noch einiges von euch lernen, Diamantis. Ihr könnt ebenso hier bleiben. Ich denke, mich zieht es eher hinaus an die See. Und wie soll ich denn meine Angetraute jemals wiedersehen, wenn ich hier bleibe? Seid ihr Seefahrer? Sonst wäre ich nicht hergekommen. Und Alan Fahner? Ja, aber wer ist denn kein Alan Fahner? Also da gibt's ja viele von, habe ich gehört. Nun, aber ihr seht mir nicht aus wie ein Seefahrer. Ja, wieso das denn nicht? Eure Haut ist nicht gegerbt genug. Sie ist zwar rissig und voller Narben von einem Krieg, aber nun, seine Haut sieht gar runzlig aus. Außerdem hast du kein... Wind und Wetter. Außerdem, Rafim, hast du zwar sehr viele schöne Tätowierungen, aber kein so Seemannszeug, so wie ein Anker oder ein Tau. Ja, gut, ihr habt beide recht. Ich muss mich entschuldigen. Bin aber auch schon mal zur See gefahren. Nun, ich denke, in diesen Gefilden sind das alle schon mal. Rafim, schließlich kommt man hier sonst nicht fort. Ja, also eigentlich... Die sagen alle, dass sie hier auf dieser Insel hocken. Die sind bestimmt noch nicht zur See gefahren. Und ich bin mir sicher, der gute Störrebrand hier hat auch schon einmal ein Boot von innen gesehen. Ah, Miljan, da bist du ja. Gut, lass uns mal alleine, oder? Ich habe gehört, die Plantagen brauchen dich. Du könnt erkennen, wie jetzt ein doch recht großer, kräftiger Mann herantritt und Miljan trotz seines Statuses einfach so von der Bank schiebt und sich dann selber dorthin setzt. Moin, willkommen in Port Störrebrand. Danke auch. Verzeiht, wir wurden noch nicht vorgestellt. Stimmt. Ich bin Stint Dorkstein. Dorkstein? Tatsächlich. Den Namen kennen wir doch. Nicht zufällig verwandt mit... Nun, ihr wisst schon wem. Tja. Doch, bin ich. Aber na, keine Sorge. Ich bin der örtliche Geweihte hier. Das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, war euer Verwandter wohl auf. Ja, ist schon etwas her. Tja. Nee, mit denen habe ich nichts zu tun. Mit beiden nicht. Sind wohl beide gefallen. Aber gibt noch andere Dorksteins, die sind in Ordnung. Wie gesagt, ich bin der Geweihte hier. Wenn ihr irgendwas kaufen wollt, sagt Bescheid. Wendet euch gerne an mich. Gewürze, Hölzer, könnt alles haben. Dann seid ihr wahrscheinlich ein Geweihter des Fuchsgottes. Ja, kann man so sagen. Dem haben wir gute Erfahrung gemacht. Der hat uns in Al-Anfa sehr geholfen. In Al-Anfa? Ja, alles klar. Haben wir uns auf den Felsen von den Granden geschlichen. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas denn ein braucht, Holz, das ihr zum Schnitzen empfehlen würdet? Oh, viele. Ich habe dir doch schon diesen Balken hier gekauft. Ja, aber das ist ja nur ein Balken und wer weiß, vielleicht will ich ja mal einen Elefanten schnitzen. Mhm. Nun, je nachdem, welche Farbe ihr bevorzugt. Wir haben viele Hölzer. Wir haben sogar blaue Hölzer. Oh. Viele Handelswaren. Also wie gesagt, weiße Orchideen, daraus kann man dann Vanille gewinnen oder Benbuckel. Das wäre dann Zimt bei euch. Wir haben Safran, wir haben Hesindiego, wir haben Zuckerrohr, die Iltor-Knolle, TikTok-Holz. Ja, eine ganze Menge. Mir. Und einige aber Sachen aus Autopia. Was davon gut ist. Kennst du dich doch aus mit so feinen Sachen.
Nun, wir wären sehr interessiert an ein paar dieser Waren zu einem vernünftigen Preis. Versteht sich. Ja, ihr könnt alles erwerben, wie ihr wollt. Ich sagte zu einem vernünftigen Preis auch noch. Das versteht sich selber, oder? Ja, selbstverständlich. Ich bin natürlich daran gebunden, was der örtliche Gouverneur für die Preise haben möchte. Aber ihr könnt sie dann ja selbst unter eigenen Steuern dann weiterverkaufen an die anderen Hafen. Gebt einfach den Mehrwert einfach weiter an die ab. Lasst uns Zimt kaufen. Ich liebe Zimt. Oh, mir wurde Vanille empfohlen. Der Preis soll sehr gut sein. Und wir sollten vielleicht ein paar Farbpigmente kaufen. Ja, dieses hier San Diego ist ein Grün, nicht wahr? Blau. Blau. Ja, ja. Das haftet dann jetzt auch an den Kleidern, an den Händen, teilweise an den Hölzern, wie gesagt. Aber wenn ihr grünen Farbstoff haben wollt, da können wir sicherlich auch was machen. Ganz unter uns, hat euch Miljan genervt? Zeit. Nicht genervt. Ist Miljan noch hier oder ist der jetzt weggegangen? Er ist weggeschickt worden. Mit einem fadensteinigen Argument. Er ist ein romantischer Taugenichts. Okay, also er steht jetzt nicht noch irgendwie genervt neben dem Tisch rum. Nein. Wurde weggeschickt. Er hat mich zumindest an meiner Poesie zweifeln lassen. Tja, davon versteht er nichts. Er hat sich ein klein wenig lächerlich gemacht, aber das ist kein Problem. Ich fand ihn reichlich charmant. Tja, er wollte für umsonst arbeiten, also das ist mir immer sehr charmant. Nee, das lass mal bleiben, das werde ich schon verhindern. Willian soll, wenn er hier fertig ist, das Erbe übernehmen. Ah, aber so sind sie hier, die Leute, die hier noch nie weggekommen sind. Ja. Ich nehme an, ihr glauben dann, dass es keine größeren Städte als Port Störrebrand gibt. Ich nehme an, ihr habt bereits eure Reisen hinter euch. Ich habe meine Reisen gemacht, ei. In letzter Zeit? In letzter Zeit weniger, aber was wollt ihr wissen? Ich höre natürlich von Händlern einiges. Und wir hören von einer Kirche der unbarmherzigen Asolferin, oder wie auch immer sie sich nun selbst nennt. Ja, die Gerüchte sind stark. Darion, Palligan, ei. Mhm. Ja, eine Kirche ist das wohl nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste, dass er Gebäude baut. Gebäude wären wohl für diesen Kult das Falsche. Sie würden dann eher Schiffe bauen, aber nein. Soweit ich das verstanden habe, ist das Gerücht falsch. Gibt es Prediger? Prediger? Tja, wahrscheinlich in der Stadt in den Tiefen. Die kann man anlaufen. Das ist neutral. Nichts für göttergefällige Menschen, aber wer dort mehr Informationen wissen möchte, Hintergrundinformationen, Spezialwissen über Palligan, das Meer der Finsternis, die Mahetamim, der wird dort sicherlich fündig werden. Wo wurde diese Stadt zuletzt mal gesehen? Nördlich von hier. Irgendwo nördlich vom Boron, vom Boronsgrund. Die Stadt aus der Tiefe ist nicht unbedingt beweglich, Captain. Selbstverständlich ist sie das. Sie ist aus der Tiefe, aber sie taucht auf. Man kann dort anlegen? Nicht wirklich. Sie hat als Kern eine Dämonenarche oder mehrere, ich bin mir nicht mehr sicher, aber sie wurde beständig mit den Schiffen, den Wracks aufgelaufener Schiffe erweitert. Und ihr habt recht, sie ist natürlich als solches fortbeweglich, aber nun, sie bewegt sich nicht weit. Aber sie hat keine hohe Geschwindigkeit, nicht so wie beispielsweise euer Schiff. Habe ich draußen gesehen. Schön, schönes Ding. Zum Horusreich, ja. So, wenn man mir sagt, hat sie die letzten 10 Jahre über den Bereich um die Maraskan-Kette selten verlassen. Oh, südlich der Maraskan-Kette, ei. Die letzten Reste von der blutigen See noch mitgenommen. Ich weiß nicht genau, wie sie sich sonst bewegen oder sich aufrechterhalten, aber sie ist groß geworden. Viele Schiffe, die angelegt haben und dann nicht wieder abgelegt haben, weil sie die Steuern nicht bezahlen konnten, wurden sie einverleibt. Und so wächst sie, Stück für Stück. Aber wie gesagt, wenn ihr den horrenden Summen bezahlen könnt, dann werdet ihr dort sicherlich einiges an Informationen herausfinden. Man sagt sich auch, dort lässt sich so ziemlich alles an Waren auftreiben, was man sich nur wünschen könnte. Vor allem diejenigen, die man im normalen Reich nicht haben will. Alles, was irgendwie gestohlen wird von Piraten, könnte dort umgesetzt werden, aber ihr könnt auch direkt von der Quelle kaufen. Auch. Nun, jedenfalls, ich dachte mir nur... Es gibt aber andere Häfen, die ich sonst empfehlen würde. Al-Anfa zum Beispiel. Dort bekommt ihr alles. Oder in Brabak. Es begab sich einmal der Fall, dass die Frage nach einem wirklich sehr speziellen Gegenstand kam und wir sonst nur auf die Stadt in der Tiefen. Glücklicherweise kamen wir dann doch drumherum. Ja. Jedenfalls sollten euch... Wenn wir derart Schwierigkeiten zu Ohren kommen, was mit seltsamen Predigern und so weiter, lass uns doch wissen, solange wir noch in der Stadt sind, ja? Wir würden uns der Sache gern annehmen. Wie lange bleibt ihr denn hier? Nicht übermäßig lange, fürchte ich.
Wir müssen nach Sorak weiter. Nach Sorak? Schöner ja. Vulkan. Ich war schon mal da, hab's aber nicht weiter geschafft. Die Lavafelder sind dann doch etwas für die härteren Gesorten, dann sag ich mal. Gibt wohl den anderen Ingrim-Geweihten da oben, aber. Ja, unter anderem. Aber nun ja. Glutschlüssel vorbei, am schwarzgläsernen Schlund und. Unten am Hafen gab es, glaube ich, noch ein paar Geosophen, aber die Gespräche mit denen sind dann doch relativ langweilig. Ja, das. Was ist ein Geosoph? Ach, das sind die, die über Steine philosophieren. Eine sehr interessante Ansicht, fand ich persönlich. Sie sehen einen Kern in jedem Stein, der sich unveränderlich durch das Universum bewegt. Na, Altes Aureliani, mein Herr. Geo ist der Stein und Sophos ist die Weisheit. Ich habe den Wortstamm schon verstanden. Ich habe bloß den Sinn nicht verstanden. Tja, da müsst ihr die Geosophen fragen, zwinkert er dir zu. Ich vermute auch, ja. Sie werden wahrscheinlich einen langwierigen Vortrag halten über ihre Kunst. Ihr werdet nie wieder von dort wegkommen. Ach, ja. Abemir, wenn ihr euch für Steine interessiert, seid ihr auf Sorak richtig. Ah, ich freue mich. Das wird fantastisch. Volltags, hör mir gut zu. Ich lasse dich notfalls da. Und notfalls komme ich nach. Du weißt, dass ich über die Mittel und Wege verfüge. Das ist wahr. Aber es gibt dort eine Handelsware, die man hier nicht bekommt. Also, ich meine, wir machen Gewürze, aber im Hafen von Sorak, da bekommt man sogar Harpien in der Voliere verkauft. Besonders cooler Humor. Was soll man mit Harpien anfangen? Die sind verrückt. Sie erzählen euch Rätsel und wenn ihr sie löst, dann bringen sie euch nicht um. Keine Ahnung, was man damit soll. Vielleicht irgendwelche dummen Könige und Kaiser, die sich sowas in den Garten stellen. Es wundert mich, dass gerade hier so abwertend darüber spricht. Mir scheint eine rätselgebende Harpie doch wie eine sehr effektgefällige Herausforderung. Das ja, aber man sollte sie nicht einsperren. Man sollte sich nun, handeln mit lebenden Kulturschaffenden. Einerseits ja, aber ist andererseits nicht ein Rätsel kein gutes Rätsel, wenn es euch, bevor ihr es errätseln könnt, das Gesicht wegfrisst? Tja, braucht ihr den Druck oder was? Nun, manche von uns. Dann, ihr könnt euch ja mit einer von den Harpiern unterhalten, während ich... Muss verrecken nicht, nein. Ich dachte, ihr mögt Rätsel. Wir können euch eine kaufen und sie frei lassen. Es kommt keine Harpie auf mein Schiff. Nein, wir lassen keine Harpien frei. Ich bin mir sicher, in Brabak hatte man da einige Meinungen zu gehabt, nicht? Zu Harpien? Ja, dass man sie so schnell wie möglich töten sollte. Die sind verrückt. Nun, dann wisst ihr es ja. Nun, wie dem auch sei, es wird eine fantastische Reise auf Sorak. Erst die Geosophen, dann die mollig warmen Lavafelder, dann ein Säufchen mit den Angroschgeweihten. Sagt und jedenfalls, ihr kennt nicht zufällig einen Ortskundigen, der uns auf der Insel begleiten könnte, wenn wir irgendwo hin wollten? Ortskundig, wie gesagt, ich habe die Reise aufgegeben, wollte mir den Vulkan mal ansehen, aber... Verzeiht, ich meinte hier auf der Insel. Hier auf der Insel, tja... Mehr als Gewürze werdet ihr hier wohl kaum finden. Das ist richtig, aber unser guter Diamant ist hier, ist sehr, sagen wir, naturbegeistert. Naturbegeistert? Ja. Aber ich kann mal gucken, wen ich auftreiben kann. Ja. Also, wir haben hier noch einen kleinen Berg im Süden, den könnt ihr euch sicherlich angucken. Der Rest ist von Bäumen gepflanzt. So. Da du es gerade ansprichst, Jalan, sagt Dorkstein. In der Perle erzählt man sich die Geschichte eines alanfanischen Wracks, das hier auf der Insel liegen soll. Ein Schiff, das wohl einst über diese Insel geflogen sein soll. Wisst ihr was darüber? Die Golgari, meint ihr? Ei, die Golgari. Ein verfluchtes Schiff. Ei.